Alles Gute zum Freudenjubiläum. Fröhliches Freundejubiläum, Thaddäus. SpongeBob, wie viel Uhr ist es? Eine Minute nach Mitternacht an dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Steht alles hier in meinem Thaddäus-Erinnerungsbuch. Was? Das war noch im Camp. An dem Tag bin ich dann Nachbar geworden. Oh, hier wurde ich mal wieder zum Mitarbeiter des Monats ernannt. Das habe ich vor ein paar Minuten gemacht. Ach, sieh dich nur an, schläfst wie ein kleiner Engel. Genug von dem Schwachsinn! Verschwinde! Okay, wir sehen uns dann, Freund. Freund, 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 Jubiläum. Fröhliches Freundejubiläum! Ja! Erinnerst du dich an deinen ersten Sprung vor Schreck in die Mülltonne? Klassischer Thaddäus. Ach, Erinnerungen. Es gibt nur noch einen Ort, an dem er seine Erinnerungen aufbewahrt. Radiere mich aus. Ach, Thaddäus, ziehen wir zusammen und sind Mitbewohner für immer und immer und immer. Du bist gerade irgendwie so seltsam fröhlich. Was ist dir los? Gestern Nacht habe ich SpongeBobs Erinnerungen an mich vollständig ausradiert. Ist das nicht wundervoll? Du hast was? Ist auch irre! Erinnerungen ausradiert, du bist ja völlig krank. Wenn Plankton meine Gedanken scannen könnte, ist SpongeBob der Einzige, der die Kombination von dem Safe der Geheimformel weiß. Damit er die Kombination bloß nicht vergisst, hat er sie an eine gemeinsame Erinnerung mit dir geheftet, Thaddäus! Wenn das deine Erinnerung nicht wieder zurückbringt, dann sind sie für immer weg. Nein, das sagt mir leider gar nichts. Thaddäus. Thaddäus, ich erinnere mich daran und auch an dich. Und ich weiß die Kombination von dem Safe wieder. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, das ist schön. Und jetzt hör auf an der... Die Kombination lautet 3 Aufpraller nach rechts. Nein. Oh, mein Körper. 5 Faustschläge nach links. Rechts langgezogene Glieder nach rechts. Und 56 Schulkinder nach links. Oh, Moment, war leider nicht richtig. 57.
Thaddäus, ich weiß es wieder. Ich kann mich daran erinnern. Kommen Sie her und holen Sie sich einen fast frischen Krabben. Krabbenburger. Da ist er ja. Wo ist er denn hin? Guck mal da. Ach, dieses Mal kriege ich dich. Ach, er ist davon gekommen. Da ist er wieder. Können wir jetzt endlich nach Hause fahren? Mr. Krabs meinte, wir sollen erst einen Krabbenburger verkaufen, bevor wir wieder zurück dürfen. Schön, dann kaufe ich jetzt halt selbst einen Krabbenburger. Was? Ja, oh. Ich habe meine Brieftasche in meiner Hose zu Hause vergessen. Diesen Trick kenne ich aus einem Dschungelfisch-Comic. Ha, da haben wir die kleine Seepocke. Oh. Jetzt, da ich nie mehr nach Hause kommen werde, mache ich es mir wenigstens hier gemütlich. Hey! Ihr seid diese Vögel, die mich durch die ganze Stadt jagen! Wieso haben sie uns zugewunken und sind dann weggerannt? Hä? Ich kann ihren Akzent leider nicht verstehen. Ich regel das, Thaddäus. Ich spreche fließend Rockbottomisch. Wieso haben sie uns denn zugewunken? Das war kein Zuwinken, Leute. Ich hab nur meine Achselhöhlen getrocknet. Wir wollten nur einen leckeren heißen Krabbenburger verkaufen. Der sieht wirklich gut aus. Wir verkaufen den Burger. Hey Bert, schade, dass du nicht auf unseren jährlichen Ausflug zur großen Krabbe konntest. Aber hier sind deine Krabbenburger. Danke, Frank. Du weißt ja, wie lange es dauert, sich die Achseln zu trocknen. Entschuldigt, Freunde. Ich würde euch ja gern einen Burger abkaufen. Aber ich habe hier schon eine ganze Tüte voll. SpongeBob, Thaddäus, da seid ihr ja. Wie viele Burger seid ihr losgeworden? Keinen. Was? Bei allem, was fertig ist, habt ihr den ganzen Tag gemacht? Ihr fahrt beide sofort wieder los und verkauft schnell einen Burger. Entschuldigt, Jungs. Wenn ich Hunger habe, bin ich gereizt. Ich war so beschäftigt, dass ich gar nicht gegessen habe. Das macht dann $5. Na, gut, okay. Kommt sowieso zurück in meine Tasche. Ja. Endlich sind wir jetzt diesen Krabbenburger los. Und ich kann endlich nach Hause gehen. Wenn ich dafür bezahlen muss, schmeckt er wie altes Schneckenstreu.